So, die halbe Stunde ist rum. Der Grill ist schön warm, heiß. Bisschen schlecht regeln lässt sich das hier unten. Ist eigentlich fast immer nur auf Max. Mal gucken, was passiert. Bisschen was fürs gute Gewissen und dann mal schauen, was passiert. So, dann kann das soweit losgehen. Auffällig ist der hohe Rand an dem Grill. Der verhindert wohl auch beim Tragen, dass irgendwas vom Grill rollen kann. Oben im Rand fehlen die typischen Belüftungsschlitze. Das hat wohl zur Folge, dass er hier oben etwas wärmer wird, aber ansonsten kann man ihn noch ohne weiteres tragen. Rundum bin ich ganz zufrieden damit. Mit der Einstellung kann man sicherlich irgendwo noch ein bisschen arbeiten, vielleicht liegt das auch irgendwo an der verwendeten Kohle. Das werde ich dann noch mal genauer ausprobieren. Aber soweit scheint alles zu funktionieren.